aus mehreren Sachen. Willkommen zu meinem ersten Video zu virtuellen Charakteren. Heute werden wir einfach mal um die Basis sprechen, was ihr so braucht, um ein VTuber oder VStreamer zu werden. Dabei ist es ganz gleich, warum ihr das werden möchtet, ob ihr halt mehr die Route des Idols gehen möchtet, was halt jetzt so Richtung Hololive oder Practicality geht, oder ob ihr einfach ja, ein kleines Maskottchen für euren Kanal möchtet, ob ihr streamen wollt oder Videos machen wollt, ist jetzt erstmal irrelevant. Es geht jetzt viel mehr um die Technik, um so die Basis, die ihr braucht, und darauf könnt ihr dann aufbauen. Man kann halt viele Sachen später hinzufügen und so weiter, aber so eine Grundbasis müsste man haben. Also, was braucht man für den Anfang? Fangen wir einfach mal an und fangen wir bei der Hardware an. Das ist so der erste Schritt, den wir brauchen. Was an Technik braucht ihr, damit das funktioniert? Das Offensichtlichste natürlich erstmal, ja, einen PC oder Laptop wäre nicht schlecht, dass man sowas hat, sonst wird das alles ein bisschen schwierig. Kann man sich, glaube ich, vorstellen. Es gibt auch Programme, die mit dem Handy funktionieren, darauf werden wir uns jetzt aber nicht fokussieren. Wir gehen jetzt wirklich vom Desktop aus, also alles, was ich hier zeige, ist mainly für PC gedacht. Wenn Interesse darüber besteht, dass ich auch mal drüber spreche, was man braucht, wenn man halt von einem Tablet oder von einem Handy streamt, sagt mir Bescheid, dann werde ich mich darüber informieren. Aber ich habe mich jetzt damit jetzt noch nicht so großartig beschäftigt, weil mein Handy halt einfach kacke ist und halt auch keine Gesichtserkennung hat. Das kann mein Handy halt einfach nicht. Ich müsste mich dann halt extra für informieren. Das nächste wäre halt offensichtlich natürlich ein Mikrofon, sonst wird das mit dem Hören ganz schwierig. Dabei ist es jetzt egal, ob ihr euch ein kleines Mikrofon kauft oder ein Headset nutzt. Gerade für den Anfang ist es jetzt auch nicht sonderlich wichtig, dass ihr jetzt unbedingt ein Hightech-Gerät holt. Wenn ihr euch generell nicht sicher seid, was ihr wollt, ob es euch das generell Spaß macht, holt euch erstmal ein ja, relativ günstiges. Jetzt nicht unbedingt das 10-Euro-Mikrofon auf Amazon aus keine Ahnung, wo das herkommt. Nicht unbedingt, aber so im 30-Euro-Bereich findet man eigentlich schon gute Sachen, die man nutzen kann. Und das nächste wäre dann halt auch eine Webcam, weil sonst funktioniert das mit dem Gesichtstracking nicht. Auch wenn man euch an sich nicht seht, aber irgendwie muss der Charakter wissen, was ihr tut. Auch hier gilt wieder wie für das Mikrofon, es muss jetzt nicht unbedingt das teuerste Modell sein. Gerade am Anfang, wenn man halt sich einfach ausversuchen möchte, kann man einfach ein günstigeres Variante nehmen. Aber auch hier nicht wieder das Krabbelding vom Krabbeltisch, das tut es dann halt auch wieder nicht. Und das wäre es erstmal an Hardware. Einen Computer, ein Mikrofon und eine Webcam. Wer einen Laptop hat, hat wahrscheinlich eine Webcam schon drin. Laptop-Mikrofone kann ich jetzt halt meistens auch nicht so empfehlen. Die nehmen halt sehr viel Außengeräusche mit und das will man jetzt unbedingt für ein gutes Video. Also holt euch auch mit einem Laptop ein Headset oder ein kleines Mikrofon. Wie gesagt, es gibt viele verschiedene, die man halt nutzen kann. Es muss auch nicht immer das teuerste sein. So, da wir jetzt einfach Hardware alles haben, ich nehme einfach mal an, sowas hat man meistens eh zu Hause, gerade wenn man halt mit dem Gedanken schon mal spielt, dass man Videos erstellen möchte. So, das nächste, was wir brauchen, ist dann die passende Software, dass wir halt alles aufnehmen können. Reden wir einfach mal erstmal über ein Bildaufnahmeprogramm. Das ist ein sehr seltsames Wort. In meinem Fall zeige ich euch OBS. Und einfach, dass ihr ein bisschen mehr Ahnung von dem habt, was ich jetzt tue, schreibt mir mal kurz um auf meinem PC. Wir kommen auf meinem Desktop. Mein Aufnahmeprogramm ist schon längst offen. In meinem Fall halt OBS Studio. Das ist auch das Programm, was ich halt persönlich gerne nutze für Videos aufnehmen und für Streamen. Ich nutze es halt für beides. Das ist sehr praktisch, dass man halt für ein Programm für beides nutzen kann. Ihr dürft natürlich jedes andere Aufnahmeprogramm nutzen, das ihr möchtet. Vom Aufbau her sind sie ziemlich ähnlich. Es gibt dann auch SteamWeb Studios, das kann ich empfehlen. Oder die Twitch Beta ist auch richtig nice. Ja, also tobt euch aus, probiert verschiedene Sachen aus. Am Endeffekt ist es meist persönliche Präferenz. Was ich euch auf jeden Fall noch ans Herz legen möchte, das Problem hatte ich jetzt mit einer Freundin, mit der habe ich zusammen auch ihren Stream eingerichtet. Ladet euch die Dateien von der offiziellen Seite runter, nicht über Clip oder sonst was. Ich werde OBS Studios und Streamlabs unten verlinken, auch die Twitch Beta werde ich unten verlinken. Das sind so die drei Programme, die halt ich persönlich ausgetestet habe und echt gut finde. Ich sage, es verlinkt oder halt googelt es und nutzt halt die offizielle Seite. Wir hatten riesige Probleme mit dem Ding von Clip. Das hat irgendwie nicht... Oder Chip? Nee, Chip hieß das. Wir hatten riesige Probleme mit, das hat nicht funktioniert, deswegen. Appell an alle, wenn ihr euch irgendwas runterladet. Die Programme sind so oder so kostenlos. Nutzt die auch von der offiziellen Seite. Ihr habt da ja nur Pluspunkte, wenn ihr die offiziell benutzt. Ihr habt nur Ärger mit den anderen. Okay, zurück zum Thema. Wir werden uns OBS jetzt auch nur mal ganz grob kurz durchgucken. Man kann hier so viel hinzufügen und machen. Das hat mehrere Tutorials eigentlich verdient, die ich halt nach und nach machen werde. Falls ihr bestimmte Fragen habt, fragt mich ruhig. Dann werde ich verschiedene Sachen vorziehen oder in den Kommentaren schon klären. Wenn nicht, gehe ich einfach meiner Reihe nach, die ich halt für sinnvoll halte. So, so viel dazu.
Vom Aufbau her wird es wahrscheinlich so ziemlich ähnlich sein, wenn ihr es erstmal öffnet. Ihr habt hier ein Aktivitätsfeld, hier unser Viewport, einfach das Bild, was übertragen wird. Und hier an der Seite haben wir den Chat. Ja, hier Endless Loop. Ja, hier unten haben wir die Szenen. Das ist quasi die Ansammlung, die übertragen wird. Gibt verschiedene Fenster für die verschiedensten Sachen. Und hier in der Quelle haben wir die einzelnen Sachen, die in der Szene zu finden sind. Ihr seht es ja schon ein bisschen aufblitzen. Okay, viel habe ich halt ausgekeyt, die gehen nicht. Hier habt ihr eure verschiedenen Audioquellen. Meistens habt ihr einfach nur den Desktop und das Mikrofon für den Anfang. Je nachdem, was ihr halt noch so hinzufügt, kriegt ihr ein paar mehr. Hier sind Szenenübergänge und halt hier so allgemeine Steuerungen und Einstellungen. So, okay, das ist an für sich erst so das gröbste Layout, dass ihr einfach wisst, wo was ist. Ihr werdet eine Szene drin haben mit, ich glaube, nur einer Quelle. Das wird der Desktop sein oder vielmehr eine Bildschirmaufnahme von dem Desktop. Ich werde euch jetzt einfach ganz kurz zeigen, wie ihr halt verschiedene Sachen hinzufügen könnt. So die Basics, die man halt braucht. Alles, was so ein bisschen komplizierter und mehr Erklärung braucht, werde ich jetzt erstmal nicht zeigen. Oder was halt externe Plugins braucht. So, fangen wir erstmal mit der Szene an. Das ist immer das Erste, was man braucht. Ich habe hier ja, wie gesagt, ein paar. Ja. Wir gehen auf das Plus. Und kriegen erstmal eine neue Szene, die dürfen wir benennen. In meinem Fall erstmal Test. Auf OK. Und zack, alles ist weg. Ich bin jetzt mal dreist. Das ist meine Spielaufnahme von dem Charakter, dass man mich auch sieht. Dann gehe ich auf Kopieren. Und einfügen als Referenz. Einfach, dass ich das Gleiche nochmal habe. So, ihr seht mich. Ansonsten seht ihr nichts. So, wir wollen natürlich was hinzufügen. Jetzt vergesst einfach mal das Copy und Paste. Ihr müsst jetzt mal was haben, das ihr pasten könnt. Also auch wieder hier auf das Plus. Und wir brauchen erstmal eine Bildschirmaufnahme. Gehen wir einfach mal ganz normal hin mit einer normalen Bildschirmaufnahme. Das ist jetzt bei mir die dritte. Ihr dürft das nennen, wie ihr wollt. Ihr könnt auch eine bestehende schon hinzufügen, aber ihr habt ja wahrscheinlich erstmal keine. Also macht mal eine neue. Zack. Da kriegt ihr ein zweites Fenster. Und da könnt ihr aussuchen, wenn ihr mehrere Bildschirme habt. Welchen wollt ihr nehmen? Wir nehmen unser Hauptbildschirm. So, ja, huch, jetzt bin ich weg. Wer so ein bisschen sich mit Zeichenprogrammen auskennt, weiß, wie Layer funktionieren. Das, was unten liegt, liegt unten drunter, der Rest ist oben drauf. Ihr könnt draufklicken und das hochziehen. Bei zwei ein bisschen schwierig. Ihr könnt aber auch hier auf die Pfeile drücken. Zack, schon bin ich wieder da. Ich hatte nämlich unten drunter gelegen. Generell, alles, was ihr neu hinzufügt, erscheint erstmal ganz oben. Ihr müsst es dann weiter runter machen. Da, wo es hin soll. Generell könnt ihr über das Plus alles Mögliche hinzufügen. Wenn ihr jetzt kein Desktop haben möchtet, könnt ihr auch sagen, okay, ich nehme ein Bild. Nimm das Bild, okay. Dann könnt ihr auf Ordner durchsuchen und dann habt ihr euer ganz normal euren Ordnern. Und ja, wir nehmen, keine Ahnung. Da. Na, blau auf blau ist ein bisschen schwierig. Hatte ich nicht irgendwas Rotes? Da ist was Rotes. Dann seht ihr mich auch. Habt wieder euer Beispielbild. Machen wir wieder runter. Zack, ich habe einen roten Hintergrund. Yay. So könnt ihr euch einfach einfache Bilder einfügen. Wer möchte, kann natürlich auch Animationen einfügen. Dann gehen wir auch auf eine Medienquelle, weil eine Medienquelle ist halt ein Video. Meistens ist es ein Video. Okay. Ich lege das einfach mal in eine Endlosschleife, dass halt immer wieder wiederholt wird. Falls ihr das nicht macht, habt ihr ein Video, das wird einmal abgespielt und dann hat sich die Sache erledigt, dann ist es weg. Eine Endlosschleife wiederholt es halt immer wieder. Ist halt schön, wenn sich Sachen loopen. So. Und schon habe ich einen animierten Hintergrund. Macht jetzt halt bei einem Video an für sich erstmal weniger Sinn. Da ist schöner, wenn ihr halt wirklich einen geloopten Hintergrund habt. Aber an für sich könnt ihr halt einfach so alles einfügen. Okay. Und wenn ihr halt irgendwas ausblenden möchtet, weil es aktuell nicht braucht, auf das Auge. Zack, ist es weg. Zack, ist es weg. Für alle, die einfach ein bisschen Musik im Hintergrund spielen möchten, die ihr halt selber nicht hört. Gibt es auch eine Option? Wir nehmen eine VCL-Quelle. Okay. Gibt es auch wieder mehrere Optionen. Playlist wiederholen, zufällig wiederholen, aus Plus. Ihr könnt einzelne Dateien hinzufügen oder ganz Ordner. Ich müsste hier irgendwo YouTube schneiden, glaube ich. Ja. Ein Ordner, Ordner auswählen. Und auf OK. Ja, das war eventuell ein bisschen laut. Ich glaube, es ist immer noch ein bisschen laut. Ich mach's mal aus. Problem hier dabei, ihr hört selber die Musik nicht.
Ihr seht halt hier in der VCL-Quelle, wie laut es sein sollte. Mir persönlich sagen diese Sachen nichts, außer wenn es rot wird, übersteuert. Und ich sehe halt meinen eigenen Balken. Ich versuche das immer ein bisschen leiser zu halten, wie ich bin, dass ich einfach lauter rede, wie die Musik ist. Ich finde es persönlich ein bisschen schwierig einzustellen, aber ich bin halt einfach kein Audiomensch. Wie gesagt, die Medienquelle hört ihr nicht. Die hört nur das Video, wenn ihr so wollt. Ganz praktisch, wenn ihr irgendwas anderes macht und einfach ein bisschen Musik für eure Leute spielen möchtet, die ihr halt selber nicht hört, weil ihr, keine Ahnung, andere Lieder hört, die halt nicht copyright-free sind oder halt gar keine Musik oder ein Audiobuch oder Videos oder keine Ahnung, was ihr hört, ist eure Sache. Ist eine Möglichkeit. Wie gesagt, bei Twitch und YouTube müsst ihr aufpassen wegen Copyright. Das ist halt eine Sache, ja. Normalerweise sollte das mittlerweile Allgemeinwissen sein, aber ich sag's halt immer dazu. Ja, wir haben halt auch noch Möglichkeiten, halt einen Text einzutippen oder halt einfach eine einfache Farbe. Jede Menge. Wichtig wird für uns später die Browserquelle sein, damit können wir einfach ja, verschiedene Webseiten verlinken. Das wird noch nützlich sein. Eine Sache ist ja wichtig. Ich habe ja den Charakter schon drinne. Der ist ja bei euch nicht drinne. Dazu brauchen wir halt entweder eine Fensteraufnahme oder eine Spielaufnahme. Im Prinzip funktionieren beide gleich. Sie halten ein Fenster fest und nicht halt den gesamten Bildschirm. Der eine oder andere, der mal ein bisschen über Discord gestreamt hat mit seinen Freunden, wird das vielleicht ein bisschen kennen. Man verklickt sich und hat halt nur ein Fenster offen. Man kriegt halt immer nur einen Ordner angezeigt oder ein Programm. Bei Spielen ist das halt sehr praktisch. Halt, wenn das Spiel aus ist, ist das Fenster weg. Man muss es halt nicht an- und ausschalten. Viele nutzen das. Ich persönlich nutze lieber den Bildschirm. Funktioniert für mich besser. Aber für den Charakteraufnahme braucht man entweder die Spielaufnahme oder die Fensteraufnahme. So, das machen wir aber gleich. Aber bevor wir halt natürlich irgendwas als Fenster festlegen können, brauchen wir natürlich erstmal ein Programm, das unseren Charakter halt darstellen kann. Auch hier gibt es natürlich wieder viele Programme. Im nächsten Tutorial werde ich euch einfach ein paar freie Programme vorstellen, die ich halt selber mal getestet habe. Werde halt einfach so erzählen, welche sind die Pros und die Cons für dieses Programm. Aber jetzt einfach für Zwecke des Videos zeige ich euch mein Programm, was ich halt persönlich gerne nutze. Und dazu muss ich mal kurz verschwinden. Bis gleich. So, okay, ihr könnt mich jetzt noch hören, aber nicht mehr sehen. Das ändern wir aber gleich. Ich nutze VC Face. Ich öffne das Programm. Wir werden uns jetzt auch mit dem Programm an sich nicht beschäftigen. Wie gesagt, das ist ein Tutorial für einen anderen Tag. Ich nutze einfach meinen Charakter. Warte kurz, bis alles kalibriert ist. Funktioniert wunderbar. 1A, schön. Ich mache meinen Hintergrund weg. Ist halt ein Vorteil von VC Face. So, das hier ist unser Bildschirm, den wollen wir jetzt festhalten. Ich packe den mal so ein bisschen an die Seite. Sagt, hier ist er schon getrackt. Dexter. Wie gesagt, hier ist er schon getrackt. So, machen wir mal einen weg. Ich mache die VCL-Quelle auch mal weg. So, wie kriegen wir das jetzt hin? Ganz einfach. Wir gehen auf Plus. Ich nehme die Spielaufnahme. Die läuft in meinem Fall immer ein bisschen flüssiger, die Fensteraufnahme. Ihr könnt das bei euch ein bisschen austesten, was halt bei euch besser funktioniert, was für euch besser funktioniert. So, testet einfach die Sachen ein bisschen aus. Es ist immer viel persönliche Präferenz bei sowas da. So, wir gehen auf bestimmtes Fenster erfassen. Dann, welches Fenster wollen wir erfassen? Wenn ihr Glück habt, sind die halt sehr gut benannt. Einmal okay. In meinem Fall kann ich halt Transparenz erfassen. Das ist ein Vorteil von VC Face, wie schon mal gesagt. Und okay. So. Und wohin damit? Ihr könnt die Bilder natürlich auch frei bewegen. Das gilt für alle anderen. Hier sind alle. Was ist das hier? Achso, das ist das Bild. Ja, das macht wenig Sinn. Ich lock das mal fest. Das kann sich da nicht mehr bewegen. Das. Hallo? Wieso willst du das Bild nehmen? Da. Yay, der Bildschirm. So, generell. Ich lock das generell mal fest, weil ich klicke immer mal daneben. So, hier ist der Charakter. Den könnt ihr, was weiß ich, da, in die Mitte, packt ihr irgendwo hin. Wenn ihr so einen abgeschnittenen Boden habt, macht das Sinn, den da unten festzupinnen. Und das Coole ist, OBS snappt die auch fest. Kann sehr praktisch sein. Okay, ich mache den wieder hin. Ich mache die hier raus. Yep. Da, bin wieder da. Manchmal, wenn es nicht funktioniert, an und aus hilft. Falls ihr das Problem habt, dass eure Kamera in eurem Programm nicht getrackt ist, kann es sein, dass ihr die Kamera hier anhabt.
Hier kann man natürlich auch eine Webcam hinzufügen. Videoaufnahmegerät. Ja. Okay. Falls hier die Kamera an ist und ihr VC-Face quasi später öffnet, geht das auch nicht. Ihr könnt die Kamera, damit ihr nicht mehr rauslöschen müsst, einfach deaktivieren. Dann könnt ihr sie halt das Programm neu starten und dann geht's wieder. Machen wir die mal weg. Okay. Weil eine Kamera wollen ja die meisten, die halt einen Charakter nicht unbedingt drin haben. Ihr könnt sie auch direkt löschen, aber wenn ihr halt so seid wie ich und halt mal so streamt, ja, macht eure Kamera in OBS aus, dann funktioniert das auch mit dem Programm. Ja, und das ist alles das, was ihr als Basis erstmal braucht. Jetzt noch eine Sache für alle die, die sagen halt, ja, Moment mal, alles schön und gut, aber ich habe ja gar keinen Charakter. Was kann ich jetzt machen? Gibt natürlich auch hier mehrere Optionen. Natürlich, bastelt euch einen selber. Wir werden uns zwar in Zukunft auch sehr viel damit beschäftigen, einige Charakter zu erstellen. Ich werde euch ein tolles Programm vorstellen, womit man relativ simpel Charakter erstellen kann. Aber das dauert noch ein bisschen und es ist halt doch ein bisschen komplexer zu lernen, wenn man halt sich keinerlei mit 3D auskennt. Ja, gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, ihr könnt Leute bezahlen, euch Charaktere zu erstellen. Ist auch eine Option, aber man will ja nicht immer direkt Geld ausgeben, wenn man einfach etwas mal testen möchte, einfach mal gucken will, ob es für einen ist. Für die Leute habe ich die Lösung. Es gibt einen Ort, an dem ihr auch Charaktere finden könnt, die gratis sind. Dazu gehen wir ins Internet. Wir gehen auf eine Seite, die nennt sich RareHub. Die werde ich natürlich wie alle anderen Programme auch unten verlinken. Ist halt kein Programm, ist mehr eine Online-Galerie, wo man halt verschiedene Charaktere durchsehen kann. Und hier gibt es noch kostenlose Charaktere, die man testen kann. Ja, unter anderem halt, kleine Eigenwerbung, ich habe auch einige Charaktere, die gratis zur Nutzung sind. Gerade meine älteren Charaktere, die ich gemacht habe, einfach zum Testen, sind kostenlos nutzbar. Nehme Julia. Julia ist so das beliebteste Modell von mir. Sie ist halt auch einfach süß. So. Wir warten kurz. Gleich müsst ihr erscheinen. Da ist sie. Sagt, Vorteil von dem Programm. Ihr könnt euch die Charaktere einmal rundum ansehen. Wie gesagt, auf dieser Seite gibt es halt unter anderem auch Modelle, die kostenlos sind. Dazu gibt es hier unten, ja, Bestimmungen. Ist halt in Englisch. Wer kein Englisch kann, Google Translate oder DeepL. Da können wir das einfach kopieren. Ich nutze halt den DeepL ganz gerne, das funktioniert für mich irgendwie besser. Zack, habt ihr die Bedingungen. Ist für jeden anders. Alles, was erlaubt ist, ist halt grün. Was nicht erlaubt ist, ist grau. Macht es relativ einfach. Also hier Beispiel Julia. Der Charakter darf benutzt werden. Ja. Mit Gewalt. Ja. Sexuelle Akte? Nein. Er darf auch nicht für ja, Firmen genutzt werden. Aber für Privatleute, auch wenn sie einen kommerziellen Profit haben. Das ist erlaubt. Ich habe auch erlaubt, dass man Sachen hinzufügt zu ihr. Auch kein Problem. Und man muss mich nennen. Also das ist quasi ohne Namensnennung. Nein. Also man muss einfach mich nennen. Am besten halt wirklich einen Link dazu stecken. Vorteil von hier. Hier ist alles verlinkt. Eins von diesen Social-Media-Dingern reicht ja aus. Ob YouTube, was, nee, ist Facebook. Facebook, YouTube, was ist Instagram oder ja, meine Webseite. Irgendwas muss verlinkt sein. Guckt auch da, dass das ein bisschen Sinn macht, wenn ihr auf YouTube was macht, dass ihr vielleicht auch den YouTube-Kanal verlinkt. Das macht meistens ziemlich viel Sinn. Aber verlinkt die Leute. Generell, wenn ihr irgendwas gratis habt, macht eine Quelle, wo es her habt. Dann seid ihr auf der sicheren Seite und ihr seid einfach kein Arschloch. Sagen wir einfach mal so, wie es ist. Wenn ihr Sachen nutzt, die ihr nicht selber gemacht habt, verlinkt die Leute, sagt, wo es her ist. Ja, wie gesagt, hier kann man runterladen. Hier jede Menge. Man kann natürlich auch einfach hier eintippen. Free Charaktere. Und hat doch eine relativ große Auswahl. Oh ja, die Dame mit Katzenöhrchen ist auch süß. Runter, da. Man darf sie nutzen. So, das ist für alle, die einfach mal testen möchten, ob das was für sie ist.
Echt eine schöne Seite, sehr praktisch, wenn man sich halt einfach mal ausprobieren möchte, wenn man das einfach mal testen möchte. Wie ist das so als VTuber, wie Streamer? Liegt mir das? Macht mir das Spaß? Macht mir das Spaß, halt generell mit den Leuten so zu interagieren, ohne dass ich halt mein Gesicht zeige? Oder wollt ihr einfach nur ein Maskottchen? Wie jetzt halt in meinem Fall. Ich mache ja Streams real life und ich mache halt Streams mit dem Charakter. Ich nutze den Charakter halt super gern für Videos, weil ich das halt viel entspannter finde. Finde ich schön. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ja, wie euer Standpunkt ist. Generell zu VTubing, wie Streaming, wollt ihr halt mehr Richtung Idol gehen, halt auch wirklich diese Rolle verinnerlichen, auch komplett auf Social Media übernehmen, auf, keine Ahnung, Facebook, Instagram und so weiter. Ja, wirklich komplett diese Rolle verinnerlichen. Auch immer eine coole Sache. Generell ist das auch immer eine gute Idee, wenn man Videos oder Streams macht, dass man halt auch viel Socialize macht. Ich sehe es halt selbst an meinen Videos immer sehr stark. Wenn ich vorher halt Social Media unterwegs war, habe ich deutlich mehr Aufruf wie danach. Ich sollte es vielleicht öfters mal tun. Ja. Generell jetzt nochmal so ein kleines Extra für Leute, die halt bis zum Schluss dran geblieben sind. Unterhaltet euch mit Leuten. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr einen Charakter habt, ob ihr welche werden möchtet, ob ihr Ideen habt. Oder auch generell, ob euch VTubing, wie Streaming interessiert, was ihr faszinierend daran findet. Ich bin mal auf eure Meinung gespannt. Ich will mich mit Leuten unterhalten. Ich will Social Media betreiben. Ja, ich muss mich an meinen eigenen Worten halten. Ist mal ein bisschen schwierig. Ist ja so vieles, was man halt ein für sich weiß, aber dann halt doch so faul ist. Sorry of my life, ich bin zu faul dafür, aber ich weiß ja, was ich eigentlich tun sollte. So, okay. Dann vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen mit dem Video geholfen. Bin gegen Ende jetzt ein bisschen abgeschleift. Vielleicht findet ihr es immer ganz lustig. Lasst mir das Kommentar da. Vielleicht ein Like oder ein Abo. Und einfach nur ein Hallo. Wäre auch schön. Schreibt mir mal Hallo in die Kommentare. So, okay. Jetzt aber egal. Schluss mit dem Quatsch. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen. Ciao.